Hey! Hey! Rennen Sie nicht weg! Sie fress auf! Scheiße! Vergewaltiger! Du bist auch richtig fotogen, gell? Boah. Junge, die Kamera ist ja nochmal doppelt so groß wie meine. Ja, das ist schon krass. Ja, und was ist das da, Mikro oder was? Ja, aber das normal, mit dem nehme ich gar nicht auf. Aber ich mache den Schutz drauf, dass da kein Dreck mehr kommt. Aber das ist schon. Wild ist es. Brutales Ding. Ja, das war halt schlecht fürs Erste. Also unter ist ja gar nicht so schlimm, das geht ja eigentlich. Ja, jetzt geht's. Ah, das ist gar nicht so easy, Mann. Junge. Boah. Ich habe absolut kein Gefühl an meiner Hinterbremse, weil die Feder weg ist. Ist kacke. Boah. Ja, so kann man doch guten Vlog anfangen, oder? Oh. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Enduro-Vlog beziehungsweise zu dem ersten Video nach gefühlt 3 Jahren. Heute werdet ihr auf jeden Fall eine Erklärung bekommen, wieso, weshalb, warum einfach nichts kam. Ja, ich bin noch am Arsch. Ich habe es noch nicht hochgeschafft. Das kotzt mich schon ein bisschen an, aber es ist echt nicht so einfach. Zu wenig Drehmoment. Na, hallo? Ah, nee, warte. Ah, fuck, stimmt. Guckt euch das Wetter an. Wir haben Dezember. Und wir haben so ein geiles Wetter. Ist schon fast zu warm. Also ich fange jetzt einfach mal direkt an, eure Fragen zu beantworten. Bringt jetzt nichts hier irgendwie was Dummes rauszulabern. Also erstmal, wir fahren hier heute den ganzen Tag. Und jetzt ist die Frage, ob ich 2 Videos draus mache oder ein richtig geiles. Aber ich glaube, wir fahren hier so lang, dass ich 3 Videos rausbekomme. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr von hier mehrere Teils sehen wollt. Teile. Dann habe ich nicht so viel Arbeit in einem Video und ich glaube, wir bekommen hier so viel Puffer zusammen, so viel Videomaterial, dass wir auf jeden Fall mehrere Videos machen können. Ich muss da nur gucken, weil ich kann ja nicht nur, also ihr wollt es, nicht nur hochladen, wie ich hier Enduro fahre, anders, also was anderes kann ich eigentlich nicht machen gerade, außer mit meiner DT rumzufahren, aber da habe ich keinen Bock drauf. Falls ihr eine DTX 125 sucht, in einem guten Zustand, dann schreibt mir mal, also ich peile so 2,5 an. Ach egal, das machen wir ein anderes Mal, da mache ich ein anderes Video drüber. Also, meistgestellte Frage, was ist denn los mit dir, wo bleiben die Videos? Also ich muss ehrlicherweise sagen, die letzte Zeit hatte ich einfach keine Motivation oder keinen Bock und keine Zeit vor allem.
Ich muss immer bis 5 Uhr arbeiten und danach, in der Winterzeit, bleibt eh nichts über. Also zeitmäßig, weil es so schnell dunkel wird. Und im Sommer einfach keine Motivation. Ihr könnt euch auch echt gar nicht vorstellen, was das für mich für ein Abfuck war, beziehungsweise wie mich das gefickt hat eigentlich mit dem Bullen. Da jetzt kommen die einen und sagen, ja, bist doch selber schuld. Ich sage, ja, klar bin ich selber schuld. Aber ganz ehrlich, wenn das Moped einfach mal 2,5 Jahre bei der Polizei steht, ja, das macht keinen Bock. Mein Ein und Alles, da steckt so viel Geld drin, so viel Zeit, das war einfach mein Leben. Das, also für mich geht es gar nicht. Also das war, meine ganzen Sachen waren 6 Monate weg. Handy, Laptop, alles, was überhaupt Speicher drauf haben könnte, alles war weg. Ich hatte in der Zeit nicht mal WhatsApp. Ich hatte ein iPod von einem Kumpel. Also das war echt das Allerletzte, soll ich dazu sagen. Also mir hat einfach die Motivation gefehlt und einfach das Moped. Ich habe ja eine, hab noch eine DT, eine DTX, aber mit der hatte ich einfach keine Lust, was zu drehen, weil DTX ist zwar geil, aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Ich bin einfach auch die Magura-Kupplung gewohnt hier, hydraulisch, und der dicke Seilzug bei der Karre, bei der DT, das hat mich so abgefuckt, ich konnte nicht mal Wheelies machen. Ich bin einfach, entweder bin ich zu dumm dafür, ich kann es eh nicht mehr, das ist klar. Boah. Beziehungsweise ich habe keine Eier mehr. Mich nur vor eine Kamera stellen und labern, da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich bin lieber der, wo hinter der Kamera ist. Wird sich vielleicht auch noch ändern. Je nachdem, wie sich jetzt YouTube entwickelt. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich wieder den Standard von früher, dass ich den euch bieten kann, aber das wird natürlich nicht so einfach. Ach, scheiße. Weil alles, was ich früher gemacht habe, war eigentlich illegal, weil ich schwarz gefahren bin mit ihr. Klar, ich hatte eine A1, aber wie ihr wisst, man darf die KTM EXC 125 nicht legal fahren mit dem A1. Es geht schon legal, aber ich glaube, niemand von euch will mit 9 PS oder so rumfahren. Und niemand von euch will es der Karre antun. Das brauche ich jetzt auch nicht wieder anreden, weil ich glaube, ihr wisst da schon Bescheid. Es war einfach das geilste Gefühl oder einfach das geilste mit 16, 17 eine Maschine mit 40 PS zu fahren. Ich habe ja niemand was Schlechtes getan oder ich bin ja meistens immer normal rumgefahren. Also ich habe da eher fast ein Lob bekommen von der Polizei, dass ich eigentlich immer der bin, der filmt und die Scheiße nicht macht. Da können wir auch noch, also wenn ihr ein Video sehen wollt, Enduro Wheelie Training, wie früher, bloß halt mit Enduro. Dann haut ein Like raus und schreibt es in die Kommentare und schreibt generell mal rein, was ihr sehen wollt von mir, weil, ja, ihr müsst halt bedenken, ich habe natürlich nicht die Möglichkeit, mit der Karre jetzt auf der Straße zu fahren. Da muss ich leider noch warten, bis ich den A habe. Ja. Also mir tut es echt leid, dass so lange nichts kam. Das hat mein Kanal natürlich auch geschadet. Ich habe auf Instagram, glaube ich, 15.000 Abonnenten verloren. Oder 13.000, irgendwie sowas. Das ist schon, also schon heftig. Das macht mich eigentlich am meisten traurig. YouTube ist geblieben. Da verliere ich aber auch langsam. Und ich habe mir so eine geile Community aufgebaut und hatte so eine geile Fanbase. Und jetzt alles einfach am Arsch. Ich hoffe einfach, dass noch ein paar Leute meine Videos gucken. Ihr könnt ja auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche kennt, die mich vielleicht vermissen, keine Ahnung, dann postet einfach mal mein Video. Würde mich freuen. Ich würde auf jeden Fall dann, wenn es gut läuft, als Dankeschön irgendein Gewinnspiel machen. Da habe ich Bock drauf. Komm, ich versuch's jetzt nochmal. Scheißegal. Also ich will da jetzt auch nicht mehr richtig viel drüber labern, weil mir geht es echt selber auf den Sack, wenn ich daran denke, was ich eigentlich so alles verloren habe.
pisst es mich schon echt hart an. Deswegen würde ich einfach sagen, wir machen einen Neuanfang. Machen so weiter wie früher, beziehungsweise was heißt so weiter? Oh, da läuft Sprit raus, das ist natürlich Kacke. Also wenn ihr wollt, dass wir einfach die Scheiße vergessen, ich werde da zwar schon noch ein paar Videos drüber machen, je nachdem was ihr für Fragen habt, weil das habt ihr euch einfach verdient. Aber danach wird es auf jeden Fall normal weitergehen. Dann versuche ich den Lifestyle von früher einfach wieder zu leben. Was halt auch mehr kommen wird auf jeden Fall, sind Schrauber-Vlogs. Ich mache ja eine Ausbildung als Kfz-Tettler, mache auch relativ viel Motorräder. Lerne auch relativ viel. Und ich habe da einfach Bock drauf. Ich habe jetzt daheim auch eine Hebebühne. Mein Traum ist auf jeden Fall in den nächsten paar Jahren ein krasses Auto zu kaufen. Ich peile da eher so M3, M4 an. Wenn ihr da Bock drauf habt und da auch Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da wirklich. Boah, Junge, ich bin gerade am Arsch, sorry. Was soll ich denn noch sagen, ey? Ihr werdet jetzt auf jeden Fall, ich mache jetzt eine Pause. Deswegen werdet ihr jetzt richtig geile Aufnahmen, richtig geile Fails wahrscheinlich, richtig geile Scheiße, richtig viel Scheiße labern mitbekommen. Also ich versuche echt ein geiles Video, ein würdiges Video draus zu machen. Habt ihr euch einfach verdient, aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen was labern, muss nur überlegen, was. Oh Mann.